willkommen zu einer neuen Folge von Phil und Falk. Mein Name ist Falk. Mein Name ist Philipp. Heute haben wir das Thema Fahrzeug am Berg richtig positionieren und sichern. Ich glaube, Philipp, das schauen wir uns gemeinsam an. Gehen wir mal ans Auto hin. Okay, Philipp, wir haben jetzt das Fahrzeug an der Schräglage positioniert. Falk, du hast das, wenn ich das vorhin richtig beobachtet habe, erstmal auf deinem Fahrerhaus-Display kontrolliert. Wie schräg ist denn überhaupt der Untergrund, wo wir uns aktuell befinden? Hier aktuell haben wir eine Schräglage von 10 Grad. Bei welcher Schräglage sind wir jetzt angelangt oder maximal wäre da möglich? Maximal wäre jetzt hier möglich 14 Grad Schräglage. Zur zusätzlichen Absicherung, was haben wir da gemacht jetzt? Als allererstes hast du ja dann die Vierrad-Feststellbremse betätigt. Serienmäßig haben wir bei den Fahrzeugen eine Vierrad-Feststellbremse und somit ist die Vorderachse mit abgesichert. Thema Absicherung, was haben wir da zusätzlich noch machen müssen? Wir haben ja jetzt bei beiden Reifen an der Vorderachse, da diese grundsätzlich am Boden verbleiben, nochmal Radkeile unterlegt. Die Schneeschuhprofile, wo direkt an die Stützteller angebracht werden, um hier tatsächlich nochmal maximale rutschhemmende Wirkung stattfinden zu lassen. Des Weiteren befreit der Eisprofilschuh aber nicht davon, den Untergrund nochmal zu kontrollieren vor irgendwelchen Schachtdeckeln, Gullideckeln oder Ähnlichem. Und jetzt fahren wir die Maschine einfach nochmal hoch, ob sie auch in dieser Situation zu bewegen wäre. Danke für euer Interesse bei unseren Videos. Hier unten bekommt ihr nochmal die E-Mail-Adresse von uns eingeblendet. Wenn auch ihr Fragen an uns habt, schreibt einfach. Wir beantworten auch deine Frage. Falk, denke ich, wieder ein Thema abgearbeitet. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.